Ja, wenn es nicht so gäbe, ich wollte einfach Tasten drücken. Aber es ist gut gemacht. Jetzt fängt es wirklich bei Null an. Aber egal. Hey, so lernt man auch. So lernt man auch. So wie jetzt warten würde, bin ich besoffen oder was? Ja, das ist ziemlich schnell. Je nachdem, wie du es eingestellt hast, ist es schnell oder auch nicht schnell. Ja, dann dauert es ein bisschen. Ja, aber ist nicht schlecht, mal das Spiel so zu sehen und dann kann man immer noch Sachen und Dinge anpassen. Man muss nicht gleich am Anfang alles ändern. Wenn man nicht weiß, was gut und was schlecht ist, das ist okay. Gut, ich lasse das noch heute allein so und danach werde ich es dann nochmal laden, damit man kann halt nicht, der Server laggt so oft, wenn ich gleichzeitig allein laufen lasse. Alles fertilized? Ja, easy. Freut mich. So. Sind die jetzt fertig, die Säcke hier oben? Jetzt einfach mal ein bisschen verplant in der Gegend. Ja, 99,9. Ach komm. Also, jetzt verarschen sie mich aber. Und schau, wenn du stirbst, dass du nicht einen neuen Char erstellst. Es ist kein Hardcore-Modus hier. Das ist gut, das ist gut. Ist ja auch, Lerneffekt ist da, ne? Das ist ja unten links ist ja Respawn und daneben ist ja Create New Character. Ja, vielleicht war dein Charakter eh scheiße, also halbes Real Life, von daher einfach einen neuen erstellen, fertig. Gar kein Problem. Rülpsen die alle oder was hier? Ja, also ich meine, ich muss ja auch deinen Scheiß kommentieren, wa? Wie geil der Atem hier ist. Das finde ich einfach ultra. Wie die so atmen. So, dann ist fertig, oder? Muss ich halt hier den Scheiß vom anderen anhören, ist auch okay. Krieg ich es nicht mal rein oder was? Muss ich doch hoch. Hier irgendwo treffe ich das schon. Ja, hier. Da. Das Clipping irgendwie beachten da.
Na? Ich will nicht einen Drachen mitnehmen. Okay, jetzt passt's. Gut. Also, Teddy. Dann mach mal die Teddys. Lass mal die Teddys los. Wo sind die denn? Da. T-H-E-R. Terry. Okay. 7. Terry. Terry. Zinosaurus, Komma, Melee Damage, Ecke Klammer, 5. 6? 5 haben wir. Das war's ja schon. Na, hat schon die Auslosung gewonnen hier. Der hat schon die Auslosung gewonnen. Verlosung. 51. Optionen, Change, 51. Damage, perfekt. So. Die anderen kommen dazu und das war's. Zack. So, prepare for breeding. Start breeding. Female, 2, enter. Und 51 Damage. Male und breeding. Let's go. Wir hoffen auf 55 Damage. Wir hoffen auf 55 Damage. Super, was haben wir? 35 Leben, ist das das höchste? 31. Damage auf jeden Fall. Jo. Uiuiuiuiui. Da ist er ganz wild bei dir. Den ganzen Mods. Ganz wild bei dir. Ist eigentlich ein gutes Ding hier. Das ist gut. 35. Lass mal schauen, wir wegen 51. Haben wir einige Procs hier. 51 ist okay, aber ich wollte 55, ne? Checken wir trotzdem weiter mit 51. Durchgekommen die 50 55, okay, super. HP 33 25 31 34 31 29 35 31 31 35 35, okay. Gut, ja, dann können wir zerstören. Ja. Gut. Hat geklappt. Ziehen wir auf und fertig. Teddy. Teddy. Zack.
So, haben wir hier noch Eggs, die nicht fertig sind? Nö, alle durch, oder was? Alle durch. Die lassen wir raus. Schauen wir nachher nochmal, ob genug Bären sind. Ja, fertig. So. Es geht gut. Freut mich. Einmal. Vielleicht sogar noch eins daneben. Und dahin. Dahin. Schon, wie lang steht, dauern die denn? 10 Stunden 31, das geht ja noch. Oh, jetzt gab's Lag. Nach 10 Stück Lags dann immer so komisch. Oh. Ja, das war falsch. Gut. Das sind ja alles Bären, Mampfer hier. Bin wieder am Dinos rausschmeißen hier. Okay, Major Berries, passt, passt. Und nochmal hier wegen der Bären. Sie hat von den gelben viele und von den Dingen, okay. Okay, die hat auch genug hier. Müsste eigentlich passen. Dedicated Storage. 40, 1, 2, 3. Das Meer. Glaube ich, brauche jetzt nicht unbedingt, oder? Azuberry, dedicated storage. 22, 1, 2, 3. Nietzscheberry, dedicated storage. Machen wir 18, 1, 2, 3. Stimberry, brauchen wir nicht. Tintoberry. Dedicated Storage. 30, 1, 2, 3. Alle Bären. Das Ding voller Bären, voller Fleisch. Das muss funktionieren. Jawohl, GZ. Erst Leder und dann geht's los. Wichtig. Alle Breedings laufen, alles läuft. Und dann passt es. Gigas werden erwachsen. Wunderbar. Alles weckt schon wieder auf hier. Muss weg, sonst muss ich wieder von Anfang anfangen. So. Du meinst damals am Anfang oder was? Ja, ja. Man wusste ja gar nichts. Man wusste nichts, was man machen sollte. Ist total heftig. Imagine jetzt arg von Null anfangen. Oder durchdrehen. Aber es gibt so Leute, habe ich gehört. Es gibt so Leute.
So, habe ich alles abgelegt? Ja, passt. Das ging aber schnell bei dir. So, was haben wir denn hier noch am Server für komische Sachen? Luma ist noch da, 37. Guck mal, was du da treibst für Schweinereien hier. Erstmal die Kiste schauen. Ah ja. Aha. Aha. Ach du Scheiße. Nur faul dastehen und dumm schauen. Das kannst du. Aha. So, so. Wir hatten früher ganz viele Camps bei ARK. 4 bis 6 Kameras. Immer eine Kamera, was ich gemacht habe. Dann hat einer noch so geshared im PC. Dann habe ich noch so Spectator Cam wie hier gehabt. 3 Stück oder so. Und so konnte ich immer hin und her schalten, wo gerade Action war. Wenn jemand gesagt hat, hey Gag, schau mal, ich habe ja was Cooles. Oder hier fängt jemand neu an. Haben wir ein bisschen geschaut, kommentiert und so. War ganz lustig. Hatte ich zuletzt bei Icarus. Hier hatte ich so eine Multicam-Ansicht. Sowas hatte ich da bei Icarus. Jetzt machen wir nochmal die Taste 1 an. Die Taste 9. Da hatten wir damals so Multicam. Ja. Und so weiter. 1, 9, 3. Mhm. Haben wir aktuell nicht so viel. Bin ja noch viel am Server rummachen. Je nachdem, wie ARK weitergeht, könnte ich das auch wieder so ähnlich einrichten, dass wir zumindest eine Spectator Cam haben. Eine Cam für mich und eine Spectator Cam. Dann können wir so wie hier immer hin und her schalten. Schon immer was los ist. Wenn es jetzt ein bisschen laggt oder so, ich stelle das dann morgen noch einiges um. Ich lasse gerade aktuell auf dem Rechner noch ein anderes Game laufen. Hier. Was ich dann ab morgen dann nicht mehr mache erstmal. Dann tue ich es umlagern. Aber heute über Nacht läuft es jetzt noch. Bis morgen in der Früh. Ja, ist so, Tichonia. Also die Videos kennen oder auf YouTube oder sowas, habe ich ja 4, 5 Staffeln ARK. Wie es früher war. Alle Maps, glaube ich, Island, Valhalla, Center, Valguero. Wir haben ganz, ganz viele Staffeln sind auf YouTube. Und da ist immer eine Cam gewesen, von Anfang an. Später auch mehrere. Ah ja, Dilo folgt auf Schritt und Tritt. Schauen wir mal, was passiert. Erstmal eine Bola hier. Oh, schöner bunter Pterodon. Nicht getroffen? Oh, scheiße. Aber das könnte ich sein, ich treffe auch nicht. Ja, das war jetzt doof vielleicht. Guten Abend, Grommels, was geht? Hey, willkommen, du kommst langsam zum Ende. Wie geht's dir? Bin seit gestern Abend 23 Uhr mehr oder weniger wach. Wollte nicht aufstehen, aber ich hatte so starke Krämpfe, dass ich liegen geblieben bin. Dann kurz noch, bis immer wieder eingenickt bin. Aber seit um 6 in der Früh am Start. Habe ich aber früher auch so gemacht. Hier. Dilos mitgezogen. Das ist so. Warte mal, ich geh mal aus dem Game da raus. Warte mal.
Das, dann lag es hoffentlich nicht mehr, warte. Ich stelle mal was um, damit es da nicht mehr lag. So, dann entspannt sich die ganze Lage. So. Ja, am Anfang war es auch noch so. Jetzt ist wieder gut hier, Luma. Ich habe ausgemacht. Das passt wieder. Müsste wieder perfekt laufen. Müsste wieder perfekt laufen. So, jetzt wieder ein. Krass, der Unterschied zu früher. Jetzt braucht 10,5% hier. Krass. 9,6, 9,8. Island braucht 1,2% und das hier braucht 10%. 8,3, 8,7, 9,0. Moin Fufi. Willkommen zum Ende. Schade, dass ihr gar. Lars war nicht mehr da, du warst nicht mehr da. Habe ich euch die letzten Tage wohl zu sehr gepusht, sagst du? Mit dem Boss und allem. Ich bin fertig. Ich gucke noch ein, zwei Minuten zu und dann bin ich im Bett. Hab die ganze Zeit allein verbracht. Steht aus Stein, jetzt kann und gleich aufgehen. Ja, und dann passiert ja nichts, wenn du aufgehst. Spielen viele andere oder siehst du das gar nicht? Ja, wenn es geht, dann auf jeden Fall. Ja, ja. Ich sehe gerade hier, wie das ist. Immer wenn es so komisch lag, ist auf 26%. Es ist auf 6%. Ach, du bist der Einzige gewesen, oder was? Also die ganze Zeit zwischen 6 und 8%. Und wenn es dann kurz leckt, geht es auf 28% hoch. Das Ganze. Also, Island hat 1,8. Und das hat jetzt 7,3, 6,9 und dann 20. Jetzt 10, 18. 25, jetzt muss wieder kurz freezen. 21. Gar nichts. Ich gucke nur zu. Aber ich habe in meiner Basis 1000 Tiere, die da aufwachsen. Wer weiß, wie sich das auswirkt. Ich habe ganz viele Tiere in meiner Basis. Sagst du, wie es ist? Ganz wild. Mal schauen, wie das hier auswirkt. Aber passt, ich werde da noch was anpassen und so. Dann geht das schon. Aber es hat nur einen krassen Unterschied im Vergleich zu früher, was ich damit sagen wollte. Zwölf, 24. Sechzehn Komma zwei, 22,5, 25,8. So. Lad dir die Add-ons runter, damit du nicht rausfliegst. Die neuen Sachen. Ausrufezeichen Mods. Schaut
Schau mal hier. Schau mal hier, was da aufwächst. Da ist die eine Reihe. Ja, ich bin nicht mehr drin. Ich bin bis jetzt drin gewesen. Bis vor 5 Minuten war ich drin. Jetzt bin ich raus. Da, schau an, hier die ganze Reihe da. Und hier auch nochmal. Hier. Und hier unten. Da nochmal. Hier. Da. Das ist sehr, sehr viel. Hier nochmal in die Ecke. Und das passt dann mehr oder weniger mit den meisten. Wird dann nur noch Rexe, Gigas und Mantis und Ferox für mich machen. Und so ein paar Kleinigkeiten noch. Immer wenn es über 25% geht, das heißt immer wenn es ein Core nutzt, also ein Core ganz ausnutzt, merkt es dann kurz. Dieses mit dem All-Course-Gedöns und so, naja, das hat nicht so geil gemacht. Hi Seher, willkommen. Seit gestern 23 Uhr wach, Fufi. Zwischen noch mal kurz eingenickt mit starken Schmerzen. Und seit 6 Uhr in der Früh am Start. Und wann habe ich angefangen mit Aki Daki heute? Jo, passt. Müde, fertig, kaputt. Aber sonst okay, hi sehr. Und bei dir? Um 6.52 Uhr habe ich angefangen mit Aki Daki. Server so oft neu gestartet, beide. Keine Ahnung, bestimmt 10 Mal. So viel eingestellt und mich teilweise auch aufgeregt, weil diese eine scheiß Mod nicht funktioniert hat. Oh, hat Fufi jetzt Fufi gejoint oder was? Oder warum war das so gelenkt? Jo, soweit so gut hier, hi sehr. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Bin etwas müde. Und das mit den Dingern mache ich schon, dass ich dann weniger Tiere dann raus tue. Es ist ein bisschen viel Luma gerade. Passe ich schon noch an, wenn es zu sehr ruckelt jetzt. Ist es dein Dodo? Box mal den Großen, damit sehen, was passiert. Es könnte sogar der Intervall sein, während die Nanny futtert. Geht flüssiger, wenn dann die Nanny alles gleichzeitig vollstopft oder so. Dann kann es sein, dass es so schwierig ist. Oder wenn sie aus dem Futter mampfen. Aber die mampfen sekündlich. Du klaust dir ein Ei? Ach du Scheiße. Das ist aber frech.
Süß Gummiband, ja. Ich hab halt zu viele Tiere draußen. So, Öfen brennen, Werkstatt steht. Ach du Scheiße. Zu viele Tiere draußen. Die sind dann morgen fertig. Dann kommen die wieder weg. Bin mir kurz Bettschein machen.
Eiskalte. Aus zwei normalen Öfen sind jetzt Primal-Öfen. Und wie stark sind die? So. Okay. Das aktuell weiß ich nicht, Fuffi. Guckst du mal. 3x4 mal so schnell, okay. Ich weiß nicht, wie viele Tiere ich draußen habe und es ist eigentlich. Der ist eigentlich ganz entspannt. Verbraucht kaum was, bis auf einmal macht's dann zack. Und dann verbraucht er total viel. Und das, ist halt dann schwierig. Aber voll cool, der voll cooler Platz hier auf den Felsen, da ist das ja Wahnsinn. Heftig. So, bin noch mal kurz zu lächeln. Komm mit. Das ist jetzt noch bis morgen früh, bis die Tiere alle ausgewachsen sind. Es ist halt das typische Arc-Problem. Liegt jetzt auch nicht am Rechner oder an der Leitung. Ist halt so, dass ziemlich viele Abfragen auf einmal sind. Ist ganz entspannt. Fire-Toilet, ist auch das Scheiße, was da alles gibt. So schnell geht das alles? Wie ist denn das Taming bei euch? Kann das ja mal kurz zeigen. Warte, ich mach das nur mal. Ich tue es mal genauso aus, wie man nur das sieht. Hier. Ich bin schon dabei vorzubereiten. Dass wir vielleicht besser das machen noch. Hier. Man sieht es ja da, die Anzeige. Ganz entspannt. Und jetzt auf einmal ganz hoch. Und er nutzt dann nur einen Chor. Das ist halt das. Er nutzt halt einen Chor. Das ist halt bescheuert. Hier das untere ist Island und das obere ist Lost Island. Ich war heute ganz, ganz viel auf Island. Das ist alles gar kein Problem. Also auf Sea Island. Siehst du das, Fuffi? Du siehst ja die Prozentzahl, ne? 16, 10, alles entspannt. Gar kein Ding.
Und wird sogar noch weniger. Kommt sogar auf 6 manchmal runter. Ist auch keine Belastung, ist auch kein Upload, nichts gefährdet. Jetzt geht's halt längere Zeit. Also wenn man... Jetzt wieder, jetzt habe ich gesehen, genau, jetzt habe ich gesehen, genau. Jetzt auf einmal. Er macht da irgendwie zeitgleich ganz viele Abfragen, ich weiß nicht genau, was er da macht. Aber das war halt schon immer das Problem an Ark. Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon, ich habe halt auch alles laufen. Siehst du, Gesamt-CPU ist eh nur 17. Jetzt wieder. Hab ich gesehen, ja, 24. Auf einmal ist ein Kern voll und dann... Man sieht auch, wie viel MB das braucht. 0,2 von 50 ist insgesamt vorhanden. 0,1, also es ist halt gar keine Belastung. Wisst ihr, Fuffi, die Zahl? Deswegen ist es ganz gut, dass ich gerade zuschauen kann, dann kann ich mir das alles anschauen. Wie es sich auswirkt. Also, es ist keine Belastung, keine Auslastung, auf einmal machst du zack. Und dann geht's hoch. Und jetzt. Das ist, keine Ahnung, das ist, wenn man vielleicht, also wenn die Nanny vielleicht gleichzeitig füttert oder so. Alle Minute oder 30 Sekunden, was auch immer das eingestellt ist. Oder wenn man 50 Tiere von links nach rechts transferiert, wenn man Take All macht. Ja. Und das geht ja die ganze Zeit weiter so. Also ganz entspannt, es braucht kein CPU, es braucht kein RAM, ist alles vorhanden, es braucht kein Upload, es ist nur auf einmal dieser eine Sprung, da wo alles auf einmal abgefragt wird. Wenn du Bock hast, kannst du ja mal zählen, wie viele Tiere da sind. Das sind bestimmt 200. Ist jetzt ein Test und dann schauen wir mal, dass ich das dann anders mache oder nicht mehr mache mit dem 1000 Tier. Das war schon früher ganz wild. Kannst du auf den Ping ausschauen. Genau, jetzt zack, kurz 81. 14. Und jetzt hier 83, 79, 14. Mhm.
Ungefähr so, wenn einer irgendwo mit dem Bronto irgendwas macht, geht's auch hoch. Oder wenn man 20, 30 oder 70 Tiere gleichzeitig transferiert. Hab auch meine Blumenbeete jetzt automatisiert. Okay, ja. Ich arbeite dann morgen dann weiter, dass es besser läuft. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Also Storchet, Hashet und Turtle auf aggressiv sollte bis morgen reichen. Lol, wie schnell, wie heftig. Super, ey. Voll geil mit dem PvP dann. Einfach verrückt, die Leute. So, damit beende ich auch dann die heutige Aufnahme. Was haben wir gemacht? Von 6.52 Uhr bis 22.53 Uhr. Das ist eine der längsten Aufnahmen ever. Obwohl ich heute am kaputtesten war. Viel Blödsinn gemacht. Ja, das Stream geht weiter. Ich tue nur schnell das für die Aufnahme das Ende erzählen hier. Was haben wir gemacht? Wir haben den Drachenmod draufgetan. Wir haben die Castle-Mod draufgetan. Wir sind über eine Stunde rumgeflogen, haben Drachen gesucht, haben keine gefunden, haben dann die andere Mod getan. Der Server spuckt doch leider gar keine Dinger mehr aus. Wenn ich irgendwelche Dinos suchen möchte, spuckt er nichts aus. Keine Ahnung warum, was das verändert hat. Vielleicht der Cluster oder so, ich weiß nicht genau. Deswegen habe ich dann das Find Creature verändert, dass ich auch die wilden Tiere finden darf. Habe das dann wieder rückgängig gemacht, auf beiden Servern hin und her probiert, wo die Drachen sind. Und ja, jetzt sind sie ja da. Dann, ja, hin und her probiert. Ich wollte noch die andere Mod drauf tun, aber gar keine Zeit. Ich habe dann zweimal gebreedet heute. Zweimal eigentlich auf alle Tiere, die ich habe. Und jetzt sind sehr, sehr viele Tiere draußen. Habt ihr gesehen, dass es immer zwischendurch mal leckt. Aber ich weiß nicht, wie viele Tiere sind. Oben sind bestimmt, weiß ich nicht, 50, 60, 70, unten nochmal. Und ja. Ich hab Rex bis auf Damage, ich weiß nicht genau, 71 oder so hochgezogen. Dann müssen wir nur noch Rex machen, Giga machen und Rex, Giga, also Affen und Rexe für Bosse und Giga für Drop. Und Ferox und Mantis für mich als Spaß. Ja. Und der Rest einfach dann hintereinander. Und dann gibt's auch keine Lagerinos mehr. Gut. Natürlich wie immer schnabulieren, abonnieren, kommentieren, Glocke und so weiter. Ganzen Mist halt. Ihr kennt das ja. Also bis zum nächsten Aki-Daki-Aufnahme.